Wir sind ja auf der Deutschen Partnerkonferenz in schönen Hamburg und an meiner Seite ist Michael Kranewetter, Chief Security Advisor von Microsoft. Ein toller Name, was steckt dahinter? Das klingt erstmal gut, ne? Grundsätzlich. Ja, was mache ich? Ich kümmere mich für unsere Kunden um die Informationssicherheit, Datenschutz und Compliance-Themen. Das heißt, im Sinne eines Advisors, also eines Beraters, wie sollen Kunden genau mit den Themen umgehen, wie sollen sie ihre Informationen, ihre Risiken managen, wie kann Microsoft sie dabei unterstützen, genau dieses zu tun. Das ist so meine hauptsächliche Aufgabe. Meine Gesprächspartner sind dann eben in der Regel Chief Security Officer oder Chief Risk oder Compliance Officer, die sich dann eben auch mit der Thematik Microsoft und Risiken beschäftigen. Das heißt, es betrifft nicht nur das Cloud Computing, sondern auch alle Produkte von Microsoft? Es betrifft alle Produkte von Microsoft, aber ich würde sagen, grundsätzlich den Umgang mit Informationssicherheit. Also wie managt ein Unternehmen seine Datenlebenszyklen, wie managen sie ihre Risiken? Es ist nicht unbedingt auf die Microsoft-Plattform beschränkt, sondern auch auf andere Plattformen. Die Frage ist ja auch im Verbund von IT-Systemen, wie wirken die Dinge zusammen? Und es ist wenig sinnvoll, nur an einer Stelle viel zu investieren in Sicherheit und das Ganze nicht ganzheitlich zu betrachten. Also mein Ansatz ist ganz wichtig, ein ganzheitlicher Ansatz, je nachdem, wie Informationen durch entsprechende IT-Systeme geleitet werden. Gibt es dann sozusagen anderen Mitarbeiter, der in Microsoft intern für die Sicherheit von dem Microsoft, also für Microsoft auch zuständig ist? Das ist ganz richtig. Es ist manchmal ein bisschen irreführend, dieser Chief Security Officer und Chief Security Advisor. Wir haben intern einen Chief Security Officer. Microsoft ist ja sehr zentral geführt aus Redmond. Der sitzt auch entsprechend in Redmond und steuert, weil wir ja auch unsere Rechenzentren zentralisiert haben, dort eben die Microsoft interne Informationsverarbeitung. Ich bin nicht intern zuständig, sondern eben als Berater für die gleiche Funktion bei unseren Kunden. Jetzt ist ja Microsoft nicht nur ein Cloud-Anbieter, ich möchte auch dann gleich nochmal ein bisschen auf die Historie eingehen, seit wann, sondern Sie selber, also Microsoft selbst, nutzt ja die Cloud bei seinem Microsoft Global Foundation, heißen die, glaube ich, richtig? Microsoft hat ja dieses Prinzip Eat Your Own Dog Food, hat man vielleicht schon mal gehört. Das heißt, nicht nur die Produkte, die wir haben, sondern auch unsere Cloud-Lösungen testen wir natürlich auch an uns selbst. In dem Sinn sind wir jemand, der die Cloud verwendet, aber sie jetzt nicht unbedingt von Dritten einkauft. Das heißt, diese Abteilung Global Foundation Services ist eine Microsoft-interne Abteilung. Es sind Microsoft-Mitarbeiter und diese Mitarbeiter kümmern sich um den Betrieb von Rechenzentrumsanwendungen. Das ist nochmal differenziert zwischen unserer internen IT, die sich dann um unsere eigenen Systeme kümmert, weil dieses Global Foundation Services betreiben, zum Beispiel seit längerem, wie gerade angesprochen, Bing, unsere Suchmaschine, MSN, das, was mit Xbox gemacht wird. Sehr viele Produkte eigentlich. Ich glaube, es sind über 100 Produkte, von denen man von einigen auch noch gar nicht so viel gehört hat, die wir eben auch so haben, aber auch sehr bekannte Produkte. Und da ist der Fokus eben ganz stark drauf, wie optimiere ich ein Rechenzentrum, wie gehe ich auch mit Sicherheitsaspekten eben als einer der Hauptfaktor um, aber eben auch so Themen wie Green IT, wie kann ich hier mein Rechenzentrum entsprechend effizient und effektiv betreiben, auch nach ökologischen Gesichtspunkten. Dementsprechend ist ja Sicherheit auch ein ganz wichtiges Thema. Also wir als Partner bekommen das ja auch mit. Es gab ja eine sehr frühe Zeit bei Microsoft, wo Microsoft auch sehr oft angegriffen worden ist, die Produkte, weil die einfach auf dem Markt stark frequentiert waren. Inzwischen wandelt sich das ja inzwischen. Inzwischen ist ja nicht mehr Microsoft derjenige, der am Platz einsteht, sondern andere. Also das Thema Sicherheit, ein sehr wichtiges Thema. Welche Erfahrungen habt ihr damit? Also wie häufig wurde Microsoft angegriffen? Führt ihr da Statistiken? Also ich wage zu behaupten, dass wir mit auf den obersten Rängen stehen, in dem, wie wir mit Sicherheit umgehen. Wir haben gelernt, muss man sagen. Ich meine, am Anfang war Sicherheit ja allgemein in der EDV nicht so das primäre Thema. Man hat eben gemerkt, okay, Computersysteme werden nicht nur positiv genutzt, es gibt auch immer Menschen, die versuchen, Systeme zu missbrauchen. Mittlerweile hat sich das ja auch stark dazu entwickelt, nicht nur zu schauen, was geht, sondern wirklich Geld damit zu verdienen. Microsoft ist auch nach wie vor mehr oder minder täglich unter Angriffen,
sage ich jetzt mal, die aber nicht wirklich erfolgreich sind. Das können wir heute sagen. Wir haben das Thema 2002 ungefähr angegriffen und eine Abteilung gegründet, die sich Trustworthy Computing nennt. Diese Abteilung setzt sich eben insbesondere mit den Themen Sicherheit, Datenschutz, aber auch Reliability auseinander. Also wie verhält man sich auch im Sinne von rechtlichen Vorschriften, der Zusammenarbeit mit anderen Firmen, also auch sehr viele Fragen, die eher im Sinne der Corporate Governance, wie man so schön sagt, sich beschäftigen. Es ist eine sehr starke Truppe, die wir dort aufgestellt haben. Und diese Truppe ist unter anderem zum Beispiel auch dafür verantwortlich, mit Sicherheitslücken umzugehen, die wir in unseren Produkten haben. Es gibt Sicherheitslücken in unseren Produkten, die gibt es immer. Es menschelt, sage ich jetzt mal, überall. Auch bei Microsoft arbeiten Menschen, die Software erstellen. Die entscheidende Frage ist, denke ich, an der Stelle, wie man damit umgeht. Also wenn man eine Sicherheitslücke feststellt, entweder wir selbst oder von außen, wie schnell kann man darauf reagieren, wie kann man mit den Produktgruppen in Kontakt treten, wie wird diese Lücke dann entsprechend eben verhindert auf irgendeine Art und Weise und wie schnell bringe ich das dann eben auch nach außen zu unseren Kunden. Da kennen Sie sicherlich den berühmten Patch Tuesday, den wir dann eben auch ins Leben gerufen haben. Das war ja auch ein Punkt, den Microsoft adressiert hat, in dem Sinne, dass wir sagten, wir wollen die Patches nicht so rausbringen, wie sie kommen, weil die Administratoren ja auch damit umgehen müssen, sondern das eben in einer gewissen Art und Weise regulieren. Aber es gibt auch Notfallsituationen, das ist der sogenannte Out-of-Band-Fall, wenn eben eine sehr hohe Kritikalität da ist, dass dieser Patch sehr schnell eingespielt werden kann. Das Gleiche gilt mittlerweile im Übrigen auch für die Cloud. Das heißt, das gleiche Team, der gleiche Prozess ist hier angesetzt worden. Das heißt, sollte es in der Cloud eben auch zu Sicherheitslücken kommen, haben wir einen bereits etablierten Prozess, der eben schon Jahre auch erfolgreich umgesetzt wird, wie wir entsprechend damit umgehen können. Und das ist, denke ich, kann ich nur den Aspekt nochmal drauf setzen, ganz wichtig, dass man im Falle eines Inzidents eben diese Response hat. Sie merken englische Begriffe, ja. Ne? Wir sind eine englische Firma oder amerikanische Firma. Diese Response, also diese Reaktion und die schnelle Reaktion und die qualifizierte Reaktion ist für Microsoft ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, um das Sicherheitsniveau entsprechend eben auch sehr hoch zu haben. Also bei dem Gespräch, was Sie mir jetzt gerade erklärt haben, ist mir auch bewusst geworden, Sie haben ja ein Problem, wenn Sie die Kunden haben, die vor Ort sind, die on-premise sind. Das heißt, Sie können da die Sachen zwar zur Verfügung stellen, aber dann verlieren Sie die Kontrolle, weil dann muss der IT-Administrator selber zusehen, dass er seine Systeme sicher bekommt. Und mit der Cloud machen Sie das ja selber für die Kunden. Das ist, denke ich, einer der Vorteile, den man in der Cloud durchaus sehen kann. Ich will noch ein bisschen auf Ihre Frage von vorhin eingehen. Welche Statistiken haben wir denn oder wie wissen wir denn, was passiert? Wir müssen sagen, wir veröffentlichen in dem Sinn keine Statistiken, wie wir selbst angegriffen werden. Das ist auch im Sinne der Risikoabschätzung, denke ich, ein valider Punkt, dass wir hier keine Informationen rausgeben, weil diese Informationen ja immer auch gerne verwendet werden, um sich vorzubereiten auf Angriffe. Aber wir sehen natürlich durch unsere vielen Installationen und auch durch freiwillige Rückmeldungen, auch in anonymisierter Form von unseren Kunden, was im Internet passiert. Und das fassen wir auch gerne zusammen und veröffentlichen das. Das ist der sogenannte Security Intelligence Report, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Durch den ganz kurz, der ist auf dem Global Foundation. Kann man sich das runterladen oder bei Ihrem Blog? In meinem Blog kann man sich, gibt es zum einen eine Verlinkung, aber es ist auch recht einfach gehalten, microsoft.de oder com/SIR, Security Intelligence Report. Und das ist erstmal eine globale Sicht. Man kann sich dann aber auch lokalisiert für alle Länder, die wir entsprechend betreuen, so einen Report runterladen. Gibt es auch für Deutschland und da sind dann deutschlandspezifische Zahlen, welche Bedrohungen wir gerade im Internet sehen. Das ist eben hauptsächlich malicious Software. Aber es gehen auch einige andere Statistiken ein, wie zum Beispiel Datenverluste gestaltet sind, was wir auch sehen entsprechend an Risiken in dem Internet und wie wir auch denken, dass man damit umgehen sollte. Es ist halbjährlich im Moment veröffentlicht und ist eine ganz gute Quelle, denke ich, um sich ein Bild zu machen und auch selbst seine Risikoeinschätzung darauf basieren zu lassen. Ich spreche immer von Risikoeinschätzung, es ist für mich ein sehr zentraler Punkt, Informationssicherheit mit einem risikobasierten Ansatz.
Datenschutz zu versehen. Also immer zu überlegen, wenn ich ein System etablieren will oder wenn ich mit Informationen umgehe, welchen Risiken ist das denn ausgesetzt und wie gehe ich mit den Risiken um? Man sagt immer, die Firmen sind da sehr individuell, das ist auch so. Ich denke, es gibt schon gleiche Punkte, also gleiche Risiken für Firmen. Die Frage ist nur, wie will ich am Ende des Tages damit umgehen? Also welche Investitionen möchte ich tätigen, um diese Risiken zu minimieren? Und das sollte eben auch auf handfesten Informationen beruhen. Und da ist ein Report, ein Security Intelligence Report, eine gute Quelle. Gibt es im Übrigen nicht nur von Microsoft, sondern auch von anderen Herstellern. Also sich da, denke ich, an verschiedenen Quellen zu informieren, ist durchaus legitim. Aber unser Report ist auch nicht schlecht, sage ich jetzt einfach mal so. Kann ich auch nur von meiner Seite aus empfehlen. Was für mich jetzt nochmal wichtig wäre, ist, ich finde das in der Presse, dass immer sehr einseitig diskutiert wird, wenn wir von Sicherheit sprechen. Sie unterscheiden ja auch in mehreren Säulen das Thema Sicherheit. Ja. Sicherheit ist, wie gesagt, mal grundsätzlich ein technischer Aspekt, den muss man auf jeden Fall sehen, also welche Maßnahmen treffe ich, welches Rahmenwerk setze ich auch an, um Sicherheit gewährleisten zu können, also mit dem Rahmenwerk meine ich, welche einzelnen Controls etabliere ich eben auf verschiedenen Ebenen. Es sind aber auch sehr viele Vertragsthemen, juristische Themen, die man eben auch mit betrachten muss in Bezug auf das Verhältnis, das man im Sinne eines Auftragnehmers und Auftraggebers hat. Das ist, denke ich, auch ein Aspekt, den man beide betrachten muss und zusammenbringen muss. Datenschutz auch ein ganz wichtiges Thema. Ich sage immer, es gibt zwar Sicherheit ohne Datenschutz, aber es gibt keinen Datenschutz ohne Sicherheit. Das heißt, die Maßnahmen, die ich im Sinne der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität, also die drei Säulen der Sicherheit eben anwende, sind in der Regel auch anwendbar für den Datenschutz. Was im Übrigen auch ein wichtiges Thema ist, denke ich, eben Informationssicherheit, Datenschutz und Business-Kontinuität zusammen zu betrachten, nicht als isolierte Themen. Das wird häufig gemacht und führt dann, denke ich, zu einer unnötigen Komplexität. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema in der Informationssicherheit, dass Sicherheit immer als komplex und vielleicht auch als eher jemand, der etwas verhindert wird, gesehen wird. Da habe ich übrigens neulich einen ganz netten Satz gehört. Warum hat ein Auto eigentlich Bremsen? Damit man schneller fahren kann. Ne, und das ist, muss man sich vielleicht mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Mit Sicherheit ist es ja auch so. Ja. Natürlich hat Sicherheit gewisse Auswirkungen auf das, was ich tun kann. Aber das endgültige Ziel ist ja, Dinge zu verwirklichen, möglich zu machen. Und muss man ja auch sagen, heute in der Computerwelt sind viele Dinge ja nur möglich, weil es Sicherheit gibt. Es ist nur die Frage, setze ich das richtige Sicherheitsniveau an und setze ich das auch entsprechend durch? Was hier im Übrigen auch, Sie haben Global Foundation Services erwähnt, Global Foundation Services ist eine Abteilung innerhalb von Microsoft, also Microsoft-Mitarbeiter, die sich um den Betrieb unserer Rechenzentren für Kundenanwendungen entsprechend kümmern, also sowohl Office 365 als auch Azure, aber eben auch unsere Suchmaschine, unser MSN, also alles, was wir im Endeffekt nach außen anbieten. Das Ziel ist hier eben genau gerade im Sinne eines Compliance-Frameworks all diese Themen Datenschutz, Sicherheit, Business-Kontinuität zusammenzubringen und nicht isoliert zu betrachten. Das haben wir uns überlegt, was wir dort machen, aber wir sind eben nicht alleine auf der Welt und es gibt Standards. Das heißt, wir setzen entsprechend hier auch Standards an, lassen uns das Ganze zertifizieren. Wir haben zum Beispiel auf die Rechenzentren und eben bis hoch zu unseren Anwendungen die ISO 27001 Zertifizierung. Man muss aber auch immer bedenken, so eine Zertifizierung ist eine Bestandsaufnahme zu einem Moment. Das heißt, man hat ein Audit, man schaut sich das an, werden die Dinge eben so richtig gemacht, wie sie gemacht werden sollen. Der entscheidende Punkt ist aber, dem Ganzen eine Kontinuität zu bringen. Also wie kann ich sicherstellen, dass es nicht nur einmal so ist, sondern dass es auch so bleibt. Und da kommen wir zum Thema der Überprüfung, dass wir also einen externen Auditor nehmen, der dieses, was sich die Global Foundation Services im Sinne dieses Rahmenwerks für Compliance überlegt haben, eben auch kontinuierlich überprüft auf Effizienz und Effektivität und dann entsprechend Verbesserungsvorschläge macht, wenn es was zu verbessern gibt und wir das eben wieder dann einbauen in unser Framework. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass man es nicht nur einmal betrachtet, sondern dass man das Kontinuum betrachtet und sich auch kontinuierlich verbessert. Weil, wie wir schon gesagt haben, es gibt immer
Sicherheitslücken, es gibt immer Risiken, die vielleicht auch neu auftauchen, auch mit dem Cloud Computing, mit dem man arbeiten muss und die man dann eben auch entsprechend verbessern muss. Und das haben wir bei Microsoft, denke ich, schon recht gut in den Griff bekommen, uns da ganz gut aufzustellen. Und das möchte ich vielleicht auch mal erwähnen, das sind nicht Dinge, wo Sie rechtlich zu verpflichtet sind, sondern ganz, ganz viele von diesen Maßnahmen sind freiwillige Leistungen, die Microsoft bringt, um eben dem Kunden einen Mehrwert zu bieten auch. Es ist richtig, es geht am Ende des Tages natürlich um den Mehrwert für den Kunden. Was man aber immer auch bedenken muss, ist, wenn wir einen Vorfall hätten, also wenn uns jetzt massiv Daten abwandern würden, haben wir natürlich auch ein Reputationsproblem. Das heißt, ich denke, man kann sich bei einem Cloud-Anbieter, also wir sind ja nicht nur ein Cloud-Anbieter, wir haben ja nach wie vor auch noch Lizenzprodukte, immer auch denken, dass diese Freiwilligkeit stark damit verbunden ist, dass wir natürlich nicht wollen, dass etwas passiert und alles dafür geben, dass die Daten, die uns Kunden entsprechend übergeben, so sicher wie möglich eben auch bei uns verwaltet werden, weil würde was passieren, würden wir ja auch das Vertrauen verlieren. Und Vertrauen ist, denke ich, heute auch ein sehr wichtiger Begriff. Kunden müssen Vertrauen haben, dass das Angebot, das wir bereitstellen, im Endeffekt für sie auch sicher bereitgestellt wird und dass ihren Daten nichts passiert. Und das Vertrauen wollen wir nicht brechen. Also da arbeiten wir sehr schwer dran, dann eben auch im Sinne auch einer freiwilligen Vereinbarung oder Selbstkontrolle, wie gehen wir mit Daten um, wie gehen wir mit bestimmten Themen um, wie gehen wir mit Datenschutzaspekten um und wie können wir dafür sorgen, dass eben die Kundendaten im besten Fall noch sicherer sind als im Eigenrechenzentrum. Was eigentlich auch ein ganz guter Aspekt ist. Was wir, denke ich, auch sagen können, ist, dass aufgrund unserer Erfahrung unsere Rechenzentren ein Sicherheitsniveau haben, das man World Class nennt, sage ich jetzt mal. Also, dass wir wirklich sehr viel investieren, sehr viele Spezialisten auch entsprechend anstellen, die sich damit auseinandersetzen, wie kann man das Sicherheitsniveau so hoch wie möglich halten und dass es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Daten sicherer handhaben kann als, sage ich mal, ein Rechenzentrum oder ein IT-Shop, sage ich jetzt mal, eines Mittelständlers oder eines Unternehmens, das eben die IT-Verarbeitung nicht im Kernfokus ihres Business eigentlich hat. Ich würde mal ganz gerne ein konkretes Beispiel nehmen. Wir hatten ja jetzt mal die Situation, dass in Dublin eine extreme Situation auftrat, durch das Wetter auch, und es zum massiven Stromausfällen gab. Davon war auch das Rechenzentrum in Dublin von Microsoft betroffen. Das heißt, wir hatten einen dreistündigen Ausfall. Wie ist das denn genau passiert? Und wie ist das Verhältnis? Also wir sprechen immer von 99,9% Verfügbarkeit. Ich weiß, dass das trotzdem eingehalten worden ist, aber vielleicht erzählen Sie da ein bisschen was zu. Ja, also das war naturbedingt sozusagen. Ne? Es gibt ja dann eben auch Naturgewalten. Wir hatten dann eben auch einen Stromausfall in unserem Rechenzentrum insgesamt für 3 Stunden. Das war sonntags nachts sozusagen. Wir garantieren ja eine Verfügbarkeit von 99,9%. Wie Sie gesagt haben, das klingt ja erstmal ganz spannend. Wenn man das runterrechnet, sind es im Grunde genommen 8 Stunden im Jahr, die wir diesen Ausfall haben. Wir haben ja dann auch vertraglich unseren Kunden zugesagt, dass wir entsprechend, wenn wir einen Ausfall haben, hier auch eine Vergütung haben, die er in Anspruch nehmen kann. Da sind wir dann eben auch zu unserem Wort gestanden, muss man, denke ich, auch hier auch positiv erwähnen. Das heißt, wir haben automatisch eine Verrechnung gemacht mit der Folgerechnung, 25% Vergütung von dem, was eben für die Leistung entsprechend bezahlt worden ist. Was ist passiert? Ich habe es vorhin schon angesprochen, Stromausfall, Naturkatastrophe sozusagen, wenn man das so bezeichnen will, also ein Blitz, keine Katastrophe, aber ein Blitz. Man kann nicht auf alle Risiken hundertprozentig vorbereitet sein. Der entscheidende Punkt ist, wie kann ich reagieren? Wie ich vorhin auch schon kurz angesprochen habe, im Umgang mit Software, Sicherheitslücken. Auch hier Teams, die sich extrem darauf spezialisiert haben, mit solchen Vorfällen umzugehen, die dann eben auch sehr schnell reagieren konnten, innerhalb von 3 Stunden eben man auch eine Lösung gefunden hat, wie man das Rechenzentrum wieder hochfahren kann und wie wir auch sicherstellen können, dass keine Datenverluste eingetreten sind. Wir haben also auch diesen Vorfall ohne Datenverluste managen können. Wenn so ein Vorfall passiert ist, gibt es eben von dem Team dann auch einen entsprechenden Rückblick, also was ist die Ursache, was ist tatsächlich passiert, wie kann
kann man daran arbeiten, sich auch hier wiederum zu verbessern und beim nächsten Blitz vielleicht keinen Ausfall zu haben. Das ist auch passiert intern. Schauen wir, wann der nächste Blitz einschlägt, ob es auch wirklich effektiv war. Ich hoffe es, aber ich denke, dass wir ganz gut umgegangen sind mit diesem Vorfall. Ja, also für mich war das ganz witzig, weil ich machte morgens also meinen Rechner an und wir sind halt im Twitter aktiv und folgen natürlich auch Office 365 und ich kriege den Anruf und parallel ging mein Twitter auf und der Kunde sagte, hoppla, ich bin ganz neu in dem Thema, irgendwie scheine ich meine Mails nicht zu bekommen, ist irgendwie ein Ausfall da und ich sagte so, nö, weiß ich nichts von, guckte auf meinen Twitter-Account und da kamen schon die ganzen Twitter-Meldungen, Achtung, Kunden, wir haben im Moment ein Problem. Also da hat Microsoft ja unheimlich transparent und wirklich ganz, ganz zeitnah reagiert. Das heißt, wer Twitter gefolgt ist, wusste sofort Bescheid. Mhm. Also es gibt ja drei wichtige Punkte, von denen wir ja auch schon drei erwähnt haben, nämlich Vertrauen, Transparenz und Nachweiszertifizierung. Und das ist für uns auch ganz wichtig, diese Transparenz zu haben. Also wenn etwas passiert, unsere Kunden aktiv zu informieren, aktiv darauf hinzuweisen, was passiert ist, auch genau aufzuzeigen, was passiert ist und was wir getan haben. Und ich sehe, dass es ganz gut gewirkt hat und dass es auch gut ankommt. Und ich denke, das ist auch wichtig, dem Kunden eben wieder das Wort Vertrauen, das Vertrauen zu geben, dass wir auch richtig mit seinen Informationen, mit seinen Daten und mit den Dienstleistungen, die wir bereitstellen, umgehen und unsere Informationspolitik dann eben auch eine offene ist. Was ich auch sehr positiv fand, normalerweise ist es ja in diesem Service Level Agreement, also ich habe selber auch einen P1-Plan, kenne mich also ein bisschen dann auch damit aus, also wir bieten es nicht nur als Partner an, sondern nutzen es auch selber. Und ich bekam also dann die Meldung, normalerweise ist es ja so, wenn so ein Ausfall ist, muss ich das bei Microsoft anmelden und bitte möchte ich jetzt Geld zurückerstattet haben. Und das war gar nicht der Fall. Also bevor ich da eigentlich reagieren konnte, bekam ich eine Mail, wo Microsoft mir gesagt hat, es tut uns leid, was da passiert ist, so und so ist es passiert und wir erstatten Ihnen 25%. Genau, das war der aktive Part, den wir sozusagen, also wir halten unser Wort in dem Sinn oder in diesem Fall haben wir gesagt, okay, wir wollen nicht, dass alle Kunden uns jetzt anschreiben müssen und den Regress sozusagen in beanspruchen müssen, sondern wir gehen aktiv auf unsere Kunden zu und wir vergüten einfach automatisch für alle, die von diesem Ausfall betroffen waren, eben diese 25%. Also das ist, denke ich, auch im Kundenverhältnis dann ein klares Signal, in dem wir eben aufzeigen, wir nehmen das ernst, es ist uns wichtig und wir wollen auch aktiv dann auf unsere Kunden zugehen, wenn irgendetwas ist. Ja, aber das finde ich ganz toll, weil zum Beispiel zu meiner Bank muss ich jedes Mal hingehen, wenn die Zinsen gesenkt werden und sagen, hoppla, ich will aber jetzt mal wieder andere Kontokorrentzinsen haben. Also die arbeiten einfach damit mit den Menschen, die sagen, die sich nicht drum kümmern. Und das haben sie wirklich bewusst nicht gemacht. Ich denke, dass diese Proaktivität ist im Kundenverhältnis einfach wichtig, dass man sieht, unsere Kunden sind uns wichtig, wir nehmen das auch ernst, was wir sagen und wir wollen auch, dass der Kunde einen guten, sicheren Dienst bekommt von uns. Jetzt gibt es ja immer wieder Pressemeldungen. Klar, das Thema ist heiß und jetzt erst am Freitag war eine Sitzung von den Datenschutzbeauftragten in Deutschland und da kam wieder raus, ja, von wegen Datenschutz. Ein Kunde war ganz unsicher bei uns und wenn man dann diesen Artikel liest, dann steht dann irgendwo da drin, es gibt ein sogenanntes Safe Harbor Abkommen und Unternehmen, die diesem Safe Harbor Abkommen unterliegen, sind sowohl von der EU aus ein sicherer Datenraum für die deutschen und europäischen Unternehmen, genauso wie, also sind im Prinzip ein sicherer Raum, genauso wie für den, genau, jetzt hatte ich gerade den Faden verloren, wie für die Datenschutz, also auch für das deutsche Bundesdatenschutzgesetz ist Safe Harbor rechtlich, die steht das drin, ist in Ordnung. Gehört Microsoft dazu? Ja, also Microsoft hat das Safe Harbor Abkommen, das ist ja auch eine Selbstverpflichtung und eine Selbsterklärung im Grunde genommen. Er hat es auch entsprechend unterschrieben. Wir sind also auch ein sicherer Hafen in dem Sinne innerhalb von Amerika. Das Thema Datenschutz ist ja auch ein recht komplexes Thema, ist eines, wie ich vorhin sagte, jetzt weniger technisches Thema, sondern eher ein Vertragsthema. Mhm. Ich glaube, für den Datenschutz, wenn man sich das anschaut und die Paragraphen so ein bisschen studiert, ist auch wichtig, dass man entsprechend sich als Datenschutzbeauftragter zum Beispiel
darüber informiert, ob die personenbezogene Daten, da geht es ja primär, also nicht nur primär, es geht nur um personenbezogene Daten, entsprechend eben auch so verwaltet werden, dass sie eben nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Und dazu müssen bestimmte Maßnahmen auf technischer Ebene getroffen werden und es gibt bestimmte Vertragsaspekte, die gehandhabt werden müssen. Safe Harbor geht eher in die Vertragsecke. Dazu müssen wir aber auch sagen, dass die Verarbeitung der Daten, wenn sie ein europäischer Kunden sind, primär in europäischen Rechenzentren sind. Also dass da kommen wir jetzt in den rechtlichen Aspekt, wann ist Safe Harbor gültig oder wann ist eine Auftragsdatenverarbeitung gültig. Wir sprechen ja primär von Auftragsdatenverarbeitung, aber auch im Sinne, wir sind ein globales Unternehmen, eben auch von der gesamteuropäischen, auch globalen Handhabung von Daten war es uns wichtig, einfach zu sagen, Safe Harbor ist ein Thema und hier treten wir auch entsprechend bei. Und im Sinne der spezifischeren Maßnahmen, kommen wir wieder auf die ISO 27001 Zertifizierung, treffen wir auch technische Maßnahmen, um entsprechend die Ansprüche des Bundesdatenschutzgesetzes auch durch diese Maßnahmen, organisatorischen, prozeduralischen und technische Maßnahmen auch umzusetzen. Das heißt, ein Datenschutzbeauftragter kann sich entsprechend all der Informationen, die wir ihm zur Verfügung stellen, auf technischer und auf vertraglicher Ebene davon überzeugen, dass wir so mit den Daten umgehen, wie er es denn entsprechend auch oder wie es von ihm übers Gesetz gefordert ist. Das ist ein bisschen kompliziert, ich weiß. Das ganze Thema ist ein bisschen komplex, aber der wichtige Punkt ist, denke ich, für jeden Cloud-Anbieter, er muss die Transparenz haben, wie wir schon gesagt haben, wie geht er mit Daten um, und der Datenschutzbeauftragte muss sich schlau machen können. Und das ist uns wichtig, dass wir dem Datenschutzbeauftragten alles bereitstellen, dies zu tun. Und da ist Safe Harbor eine wichtige Komponente, dass wir uns grundsätzlich dazu committen, Daten genauso handzuhaben, wie sie im europäischen Raum im Sinne der europäischen Direktive und des Bundesdatenschutzgesetzes gehandhabt werden müssen. Jetzt sind wir beide keine Juristen und wir dürfen auch beide keine juristischen Aussagen treffen. Das möchte ich jetzt mal ganz klar nochmal feststellen. Das heißt, wenn es Unsicherheiten gibt beim Kunden, dann müssen Sie im Zweifelsfall eben auch einen Rechtsanwalt hinzuziehen und sich das eben überprüfen lassen. Trotzdem würde ich jetzt ganz, ganz gerne doch nochmal ein Part ansprechen. Ich war vorhin in dem Vortrag von der Rechtsanwaltskanzlei und da kam dieser Patriot Act auf. Und ich fand es eine ganz faszinierende Geschichte. Also dieser Patriot Act bedeutet ja, im internationalen Terrorismus, also wirklich internationalen Terrorismus, dass die USA ohne demjenigen, dem die Daten gehören, die Erlaubnis erhält oder die entsprechende Behörde natürlich die Erlaubnis erhält, auf diese Daten zuzugreifen. So, und jetzt wurde da ein ganz interessanter Aspekt, also das gilt für US-Unternehmen, und dann war für mich ganz, ganz neu, dass er sagte, das gilt nicht nur für eine USA-Mutter, die Töchter in anderen Ländern hat, sondern das gilt auch für ein deutsches Unternehmen, das in der USA Töchter hat. Ja, das ist, denke ich, oftmals nicht so richtig gesehen wird. Dass also die theoretische Möglichkeit, muss man eben auch noch mal sagen, auf Daten zugreift, geht gegebenenfalls sogar bis auf Mitarbeiter runter. Mhm. Das heißt, es ist also nicht nur so, dass eine US-Firma gegebenenfalls Daten rausgeben müsste, sondern wie Sie gerade auch richtig gesagt haben, genauso eine deutsche Firma, die ein Tochterunternehmen in der USA hat. Aber lassen Sie uns ein bisschen weiter ausholen, ohne zu stark juristisch zu werden. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, auch kein Jurist, sondern Betriebswirt. Aber der Patriot Act ist ja eine Abkürzung. Ne? Es geht ja im Endeffekt um die Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Und ganz grundsätzlich gesagt, ist es ja nicht schlecht, wenn man gegen einen potenziellen Terrorismus kämpft. Haben wir in Deutschland auch die Gesetze? Was wir in Deutschland ganz genauso haben, sozusagen. Das heißt, sollte in irgendeinem Fall eine terroristische Aktion geplant werden oder wie auch immer, bin ich auch aus Bürgersicht dafür, dass ein Staat oder verschiedene Staaten sich darum bemühen, dass dies verhindert wird, als Grundsatzthema. Jetzt haben wir immer, wenn wir so neue Themen haben, auch wie Cloud Computing, ich sage immer gerne so eine Art Lauffeuer. Ne? Mhm. Es gibt dann so Schlagworte, so wie den Patriot Act, der geht dann rum, und ich denke, es wird viel diskutiert und es wird auch sehr hochgehoben, ohne eine Tiefe zu bekommen. Mhm. Also was ist denn eigentlich die Problematik, die dem zugrunde liegt? Wenn nun tatsächlich terroristische Aktivitäten in Firmennetzen geplant werden würden,
erste Frage ist, welche Firma hat Terroristen angestellt? Ja. Ne? Da geht es ja schon mal los. Dann würde zum Beispiel die US-Regierung, aber genauso auch die deutsche Regierung, an die Firma rantreten und Daten anfordern, die jetzt zum Beispiel in dieser Kommunikation liegen würden. Als erstes an die Firma. Die US-Regierung oder auch die deutsche Regierung weiß ja primär erstmal noch nicht, dass ein Cloud-Anbieter im Spiel wäre. Gehen wir einfach mal davon aus. Also liegt die Verantwortung primär erstmal bei der Firma, mit dieser Anfrage umzugehen und diese Daten rauszugeben. Sollte aus irgendwelchen Gründen man genauer schon wissen als Regierungseinheit, dass die Daten zum Beispiel in einem Microsoft-Netzwerk liegen, würde man an uns rantreten und würde eben hier entsprechend eine Forderung stellen, dass wir diese Daten rausgeben. Wir würden das aber an allererster Stelle versuchen, mit dem Kunden zu klären, ob hier bereits eine Kommunikation stattgefunden hat oder nicht. Für den Fall, dass diese Verfolgungsbehörde sagt, wir müssen sofort, weil ein sehr starker terroristischer Verdacht da ist, diese Daten rausgeben, sind wir dazu verpflichtet. Zum einen sage ich zum anderen aber auch, es handelt sich ja dann potenziell um einen terroristischen Verdacht. Finde ich auch gerechtfertigt, dass dies dann so passiert. Muss man auch so sehen. Das Ganze ist natürlich nicht so, dass die Daten dann öffentlich ins Internet gepostet werden, sondern sie werden dann für diesen speziellen Ermittlungsfall eben entsprechend analysiert. Und diese Analyse, es geht ja nicht um Wirtschaftsspionage, sondern es geht nach wie vor um terroristische Nachforschungen, werden dann eben ausgewertet, ob hier irgendetwas passiert ist. Also all diese Aspekte, denke ich, muss man im Gesamten betrachten. Zudem kommt auch noch, dass die Häufigkeit dieser Fälle relativ gering ist. In dem Vortrag vorhin wurden ja auch Zahlen genannt, wie häufig das vorkommt. Das ist, denke ich, auch ein sehr interessanter Aspekt, weil man muss die Themen auch mal in Verbindung setzen mit, wie viel passiert denn eigentlich? Also was ist der reale Punkt? Wie erwähnt, haben wir im Jahr 2010 in den USA ungefähr 5000 Anfragen gehabt. Wenn wir das vergleichen mit deutschen Anfragen, da sind wir sehr, sehr, sehr viel höher. Im Endeffekt hatten wir, ich glaube, über 170.000 Staatsanwaltsverfolgungen in Deutschland, die jetzt nicht eins zu eins auf Terrorismus umsetzbar sind, aber eben Anfragen auf Datenrausgabe. Insofern ist eben auch immer die Frage zu stellen, wie akut wäre das eben eigentlich für eine Firma und inwieweit ist es tatsächlich eine Bedrohung der Informationssicherheit der Daten dieser Firma. Und wie schon des Öfteren diskutiert, wir sprechen ja nicht von Wirtschaftsspionage, sondern wir sprechen hier wirklich von dem spezifischen Fall einer terroristischen Bedrohung. Also die Herausgabe, wenn ich jetzt mal meinen Papa zitieren darf, der sagte das immer, passiert ja eher im steuerlichen Bereich, als tatsächlich in solchen Fällen, in diesen kriminalistischen. So ist es, genau. Also Finanzämter und deren sozusagen Strafverfolger sind, glaube ich, die mehr Daten fordern als jetzt im terroristischen Kontext. Also man muss, denke ich, hier die Themen auch immer in Relation setzen, das tatsächliche Risiko auch sehen an der Stelle. Und das Risiko ist ja tatsächlich jetzt nicht eine Datenabwanderung oder ein Datenmissbrauch, sondern nur eine spezifische Analyse auf ein bestimmtes Thema hin. Und meine persönliche Meinung ist, das sollte uns nicht davon abhalten, Cloud Computing zu machen. Da ist Datenschutz schon ein anderes Thema und da ist es eben, wie wir gerade diskutiert haben, auch wichtig, sich zu informieren, wie wird tatsächlich mit meinen Daten umgegangen, wie vertrauenswürdig ist hier der Anbieter, auch welchen Einblick bekomme ich und das machen wir als Microsoft eben auch sehr transparent, wie wir tatsächlich mit den Daten umgehen. Und da haben wir auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt über die Jahre hinweg, die wir ja schon Rechenzentren betreiben. Und das ist eben so, ich kann natürlich nicht von jedem Unternehmen den Datenschützer ins Microsoft-Rechenzentrum reinlassen, weil dann ist das Rechenzentrum nicht mehr sicher, genau. Mal tatsächlich so ausgedrückt. Ja. Da müssen einfach Mechanismen greifen, wo man eben über Kontroll- und Prüfberichte und eben durch diese Zertifizierung das darstellen kann. Das ist ja auch ein sehr schönes Thema. Ne? Das ist auch eines dieser Themen. Darf ich ein Audit im Rechenzentrum machen vor Ort? Da müssen wir als Microsoft sagen, das halten wir nicht für sinnvoll. Aus dem einfachen Grund, weil wir sehr viele Kunden haben und weil, wenn alle diese Kunden in unsere Rechenzentren reingehen würden, dann würden wir das
also intern bezeichnen wir das immer als Audit-Tourismus sozusagen, ja. Ne? Dann ist das Sicherheitsniveau ja auch wieder gefährdet, grundsätzlich, deswegen nicht sinnvoll. Der entscheidende Punkt an der Stelle ist, denke ich, dass man hier einen richtigen Prüfer ansetzt, der eben die Controls, die etabliert sind, entsprechend überprüft. Wie kurz erwähnt, tun wir das ja auch. Ja, und diese Prüfberichte stehen dann entsprechend auch für unsere Kunden zur Verfügung. Wenn hier noch spezifische Anfragen sind, ist es durchaus mit dem Wirtschaftsprüfer eben auch zu diskutieren, was hier noch geprüft werden sollte und dann wieder für alle Kunden zur Verfügung zu stellen. Das ist, glaube ich, auch von der Qualität, muss man auch sagen, weil eine Revisionsabteilung eines Mittelständlers bestimmt nicht die Skills hat, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, die ein international agierender Wirtschaftsprüfer hat, um tatsächlich festzustellen, ist das Sicherheitsniveau denn so gut gehalten, dass die Daten eben nicht gefährdet sind. Also ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit Ihnen unterhalten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben für uns und ich hoffe, dass es auch für unsere Kunden ein interessantes Thema jetzt mal ist. Sehr gern geschehen und das Ziel ist ja eben auch, dass wir unsere Kunden gut informieren, dass unsere Kunden Bescheid wissen und dass sie sich eben auch gut fühlen, wenn sie mit unseren Produkten, aber auch mit unseren Cloud-Diensten in Zukunft dann eben arbeiten. Ich danke Ihnen sehr für die Fragen.